Die Verkehrswende im Ruhrgebiet ist beides. Eine große Herausforderung und eine riesengroße Chance. Eine Herausforderung deshalb, weil das Ruhrgebiet historisch gewachsen ist nach dem Paradigma der autogerechten Stadt. Das heißt, die Verkehrsinfrastrukturen, die Siedlungsstrukturen und damit auch das Mobilitätsverhalten der Menschen ist geprägt von der Benutzung des Autos auch für alltägliche Fahrten. Wir stehen hier oberhalb der A40, einer der meistbefahrenen Autobahnen in Deutschland, die symbolhaft steht für dieses Paradigma. Diese Art der Mobilität bringt natürlich aber auch eine Menge von Nebeneffekten mit sich, Lärmbelastung, Schadstoffbelastung. Und so ist es eine große Chance, unser Mobilitätsverhalten und die Infrastrukturen neu zu überdenken. Auch nur so haben wir eine Chance, den Klimawandel einzudämmen. Das Ruhrgebiet, und das ist eben auch Teil der großen Chance, hat Erfahrung mit Wandelprozessen. Der Niedergang der Montanindustrie und der Aufbau einer wissenschaftsbasierten und serviceorientierten Wirtschaft hier im Ruhrgebiet ist Zeuge dieser Wandelfähigkeit im Ruhrgebiet. Deshalb unterstützen wir das Projekt Neue Emscher Mobilität, in dem unsere wissenschaftlichen und Praxispartnern gemeinsam mit Menschen vor Ort versuchen, sehr konkrete Szenarien und Konzepte für eine nachhaltige und klimaschonende und gesundheitsfördernde Mobilität im Ruhrgebiet zu entwickeln.